Nun, der zweite Teil meines Spaziergangs durch den 14. Bezirk beginnt mit diesem, man könnte sagen, Engel. Und wo Engel sind, ist eine Kirche meistens nicht weit, in dem Fall die Breitenseer Pfarrkirche zum heiligen Laurentius. Und diese Breitenseer Kirche ist durchaus dem Blick von innen wert. Zum Technischen Museum gibt's ja bereits eine eigene Folge des kleinen Stadtstreichers. Hier daher nur ein paar Bilder. In der Breitenseer Straße 68 bis 72, ein Gemeindebau, finden wir diese freistehende Mosaikwand namens Lebensrhythmus. Ja, und quasi hinter Glas haben wir in der Breitenseer Straße 78 diesen Johannes von Nepomuk. Und da wird auch gleich die Erklärung geliefert, warum er der Brückenheilige ist. Er wurde nämlich von einer Brücke herab ertränkt. In der Gusenleitner Gasse 27 bis 35 finden sich vier farbenfrohe Mosaike. Am Josef-Weinheber-Platz Nummer 6 finden wir dieses Mosaik, das Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillins, gewidmet ist. Und auch dieses Mosaik, nur wenige Häuser weiter auf Nummer 10, sieht sehr medizinisch aus. Niederpointenstraße 7 ist meine nächste Adresse und dort gibt es diese Betonsteine mit Mosaik. Wie heißen sie wohl? Na klar, abstrakte Komposition. Wie man bei diesen Kunstwerken, sagen wir mal, den Titel Bewegungsrhythmus und organische Struktur gegeben hat,
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Die Adresse auf jeden Fall ist Ansbachgasse 31. Hättet ihr vermutet, dass der 14. Bezirk sogar eine Wallfahrtskirche hat? Nämlich jene von Maria Brunn. Sie liegt an der verlängerten Linzer Straße. Das barocke Kirchengebäude ist baulich mit dem dazugehörigen Kloster verbunden. Leider ist das Wallfahrtsbild nur hinter Gittern zu bewundern. Dieses Kriegerdenkmal erinnert an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Es steht bei der Hauptstraße 118. Diese Knabengruppe bei Mauerbachstraße 36 vereint Kreativität oder Entdeckergeist und Sport. Ja, und mit diesem Lift kann man in Wien sogar zum Skifahrvergnügen starten, wenn denn die hohe Wandwiese im 14. Bezirk beschneit ist, was sie natürlich mit Kunstschnee werden kann. Ansonsten ist sie für Mountainbiker offen. Dieses Kriegerdenkmal für die Gefallenen beider Weltkriege steht in Mauerbach. Das ist jetzt zwar nicht mehr ganz der 14. Bezirk, aber ich nehme es mal noch mit. Und es ist hier auch nicht mehr weit zur Kartause, also dem Kloster Mauerbach. Dass Adalbert Stifter ein Naturliebhaber war, ist bekannt und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Denkmal dieses Dichters im Wienerwald an der Sophienalpenstraße steht. Die Otto-Wagner-Villa mit dem Ernst-Fuchs-Museum war ja bereits Gegenstand einer eigenen Stadtstreicherfolge. Ein kleines, aber feines Schlösschen ist das Schloss Laudon am Beginn der Mauerbachstraße. Es ist leider nicht öffentlich zugänglich, sondern beinhaltet die Verwaltungsakademie des Bundes. Beim Eingang zum Schlosspark steht der Brückenheilige Johannes von Nepomuk. Und so darf man sich den ersten Schlossherrn, Freiherr Ernst Gideon von Laudern, vorstellen, der sich hier in seinem Garten als antiker Philosoph verewigen ließ. 1990 wurde zum Gedenken an Gideon Ernst Laudern dieser Ginkgo-Baum gepflanzt. Ja, und auch der Frühling stellt sich schön langsam ein. Könnte ein Jäger sein, wenngleich, ob er mit der Keule sehr erfolgreich wild erschlagen würde,
Das Grab des Fürsten Laudon ist hingegen nicht in seinem Schlosspark, sondern an der Mauerbachstraße einige hundert Meter weiter entfernt. Ja, hier bin ich quasi in der Empfangshalle des Schlosses Laudon. Mit dem großen Stiegenaufgang und vier wunderschönen Statuen. Und auch das dürfte der erste Schlossherr Ernst Gideon von Laudon sein. Ein kleiner Seitenblick ins Jagdzimmer zeigt uns, dass die Laudons offensichtlich begeisterte Jäger waren. Und ein wunderschöner Kamin. Tja, und diese zwei haben wohl die Jagdleidenschaft des Fürsten überlebt. Beziehungsweise wäre es ja auch ziemlich unmöglich, steinerne Eber zu schießen. Und auch die Maulwürfe sind von Jägern bisher unbehelligt geblieben, wie man sieht.